Hallöchen und willkommen zurück bei Axiom Verge, wo das Bild schon langsam ein bisschen klarer wird, was zur Hölle hier eigentlich abgeht. Zumindest haben wir ein bisschen was erfahren, nämlich dass ein gewisser Typ namens Athetos, den auch die ganzen Bossgegner immer erwähnt haben, dass der anscheinend irgendwann in diese Welt hier eingefallen ist und alles irgendwie mit Krankheitserregern verseucht hat. Und was bekommen wir hier jetzt? Ein Laborkittel. Es ist tatsächlich ein Laborkittel. Okay. Doppeltippen Männer an Wand angelehnt, um hindurch zu teleportieren. Aha. Das ist ein alter Laborkittel. Wie aus einem Laserlabor. Das Innere sieht anders aus. Irgendwie biomechanisch. Wie meine Waffe. Wie zur Hölle ist das hierher gekommen? Ah, schön. Schön. Ich möchte aber trotzdem noch gerne wissen, ob da oben rechts noch irgendwas ist. Aber ich sehe nichts. Ah, jetzt kann ich mich hier durch teleportieren. Ach, nee, weg. So, hier rüber. Dann kann ich jetzt ja theoretisch auch da oben durch. Na, geh durch. Ja. Ein Gesundheitsknotenpunkt. Sehr schön. Wie ich auch jedes Mal die Fall... Oh, nein. Ich wollte gerade sagen, wie ich jedes Mal die falsche Taste drücke, um mich umzugucken. So, der Sprung sollte aber ausgehen. Ja, tut's auch. Sehr schön. Wer wieder mal einen Boss erledigt. Dann kann ich ja eigentlich im Prinzip auch gleich mal speichern gehen. So, hier werde ich jetzt aber, glaube ich, trotzdem nicht weiterkommen. Denn irgendwas zum Durchteleportieren gibt es hier nicht. Nein. Na dann. Dann würde ich sagen, wieder nach unten. Bloß nicht... Ah, au, scheiße, ich sollte mich auch ducken. Das möchte ich jetzt aber gerne haben. Ah, komm schon rüber. So. Na gut. Kann mir das ja auch holen. Hier durchteleportieren wird wohl nicht funktionieren. Nein, natürlich nicht. Ja. Ja, geh nach unten. Na, passt schon. Ah, nein. What the fuck? Blöder Ball. Kann ich mich hier durch teleportieren? Nee. Aber man muss es ja mal ausprobiert haben. Hey, nicht wegrollen. Naja, gut, zumindest einer. Weg. Und zwei weg. Ach, jetzt bin ich hier. Aha, 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 aha. Du bist ein ganz schöner mieser Penner. Moment mal, bevor ich den hier jetzt platt mache, ich muss überhaupt mal auf die Karte gucken. Wo will ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Komm ich da... ich gehe einfach mal nach unten. Ich mache das aber auch gerade ziemlich dämlich, muss ich sagen. Ja, wow. Hier werde ich ihn wohl nicht treffen, oder? Doch, tue ich. So, ich kann auch einfach hier durchgehen. Ist ja kein Problem. Und um einiges gemütlicher. Blöde Kugel. Geh mir nicht am Sack.
So, hier mal wieder Speicherraum. Das ist gut. Kann ich mich heilen? So, ja. Und jetzt sollte ich ja theoretisch auch hier nach oben können. Jo, das geht. Okay, hier greifen wir mal wieder zum Blitz. Sehr schön. Moment mal. Blitz. Blitz. Hä? Ist echt praktisch bei der Waffe, dass der durch Wände geht. Hat nicht so die mega Distanz, die er überwindet, aber in manchen Situationen ist es halt doch ganz praktisch. Wo geht's jetzt hin? Oh! Du mieser Sack, ey. Kommt der einfach aus dem Boden gesprungen? Warte mal, komm hier nochmal zum Rand. Oh, habe ich dich getroffen, hä? Buhu. Ah. Dieser Penner, ey. Oh, eine Spritze. Bioflux-Beschleuniger. Beschleuniger. Verursacht Mutation der maximalen Gesundheit. Oh, das ist nice. Das habe ich aber halt nur, wenn ich auf Max HP bin. Ansonsten wohl nicht. Aber das ist ganz cool. Das ist doch mal ganz nett zu haben. Moment mal, kann ich hier nach unten? Nee. Der wird mich treffen, scheiße. Und dann ist meine Mutation auch schon wieder weg. Ja, toll. Und Sprung. Einfach dran vorbei. So, jetzt nochmal ein Blick auf die Karte. Sonst, auf dieser Seite ist mal alles weg. Da oben und dann nach links kann ich noch. Okay. Okay, okay, okay. Gut, heißt also, ich muss hier jetzt wieder nach oben. Hier durch. Bin ich jetzt richtig? Ja, dann nach oben. Okay, ja, passt, 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 passt. Bin richtig. So, hier kommen ja wieder die Penner. Die mir ja beim ersten Mal, wo ich hier war, so dermaßige Probleme bereitet haben. Und jetzt, wenn man mal weiß, wie sie funktionieren, dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Da muss man einfach nur richtig stehen und draufhalten. Ah, scheiße, jetzt hat er mich echt getroffen. Mieser kleiner Sack. So. Joink, joink, da springen wir mal drüber. So, wobei, laut Karte ging sie hier auch noch nach unten, aber kapiere ich noch immer nicht, wo das gehen soll. So, jetzt sollte ich ja theoretisch hier mal hoch können. Ich will schon erst gucken, standen hier noch irgendwo Gegner? Ja, stimmt, der da oben stand er noch. Ist aber auch kein Problem. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Nein, hier kann ich mich nicht durchglitschen. Oder war das jetzt nur, weil er mich getroffen hat? Doch, es geht.
frage mich nur, bringt mir das irgendwas? Da bin ich mir halt nicht so sicher. Ach toll, da oben steht noch einer. Nein! Toll, bis ganz nach unten. Mann, du nervst. Oh, aber hier könnte ich mich durchglitschen. Aha, okay. Das habe ich mal kapiert. Moment mal, dann mache ich aber gleich. Geh hier mal durch. Und dann die Waffe wechseln. Wow, jetzt hat er mich trotzdem erwischt. Das nenne ich aber mal Bullshit. Möchte aber trotzdem noch mal gerne zurück. Gucken, ob da oben noch irgendwas ist. Hahaha. Meins. Ein Knotenpunkt. Fehlt nur noch einer. Dann habe ich den mal endlich beisammen. Stimmt, da oben war ja auch noch eine Tür. Die hätte mir aber anscheinend sowieso nichts gebracht. Da hätte ich nur gesehen, dass hier ein Knotenpunkt ist. Aber mehr auch nicht. Okay, damit wäre auch dieser Raum erledigt. Schön, schön. Schön, schön, schön. So, wohin nu? Wohin nu? Wir können eigentlich weiter jetzt wieder zurück ins nächste Gebiet. Na, scheiße, muss mich das echt treffen. Nein. So. Ich wollte eigentlich gerade probieren, ob ich bei den Pflanzen eventuell irgendwie lange genug hängen bleibe, um mich hier durchzuglitschen, aber das funktioniert nicht. So, hier will ich ja lang. Hatte hier noch irgendwo irgendwas? Ja, da sollte ich weiter können, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, nicht von Laser treffen lassen. So, hier war wieder Speicherpunkt. Ach, nehmen wir ihn mit. Kann sicherlich nicht schaden, wenn ich wirklich durch irgendeinen Blödsinn draufgehen sollte. Dann muss ich zumindest nicht wieder alles laufen. Das wäre ein Scheiß. Ah, der will mich treffen. Shit. Ah! Oh, das war nicht gut. Oh, er schießt gar nicht. Okay. Bin ich wohl zu weit weg. Ist gut, soll mir recht sein. So, hier war noch eine Tür. Komme ich hier durch jetzt? Nee, noch immer nicht. Das hier bringt mir also mal gar nichts. Oh oh. Ein bisschen schade halt irgendwie, dass meine Mutation nicht auch nach oben ballert. Die schießt halt wirklich nur geradeaus. Geht nicht, leider. Warte mal, ich könnte aber versuchen, ob ich da hinten links jetzt durch kann. Ha, das würde sogar gehen. Dann gibt es hier unten jetzt noch irgendwas. Ach, da könnte ich mich auch schon reinglitschen. Aha. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen sollen. So, was ist jetzt, wenn ich hier weiter nach oben gehe? Komme ich dann eigentlich zu der einen Tür? Nein, komme ich leider nicht.
Warte mal, da komme ich jetzt aber trotzdem durch. Trotzdem möchte ich noch mal gerne noch mal schnell hier reingucken. Wobei, nein, da war doch die Schilde, genau. Da komme ich auch noch nicht weiter. Oh, jetzt stehe ich aber durch. Das war doof. Ach, da oben komme ich jetzt auch durch. Meins. Energieknotenpunkt, mehr Schaden. Ja, dankeschön. So, jetzt aber trotzdem nochmal schnell zurückglitschen. Moment mal, hier kommt mal wieder ein neues Gebiet. What the fuck? Bin ich denn jetzt? Indy? Okay, nein, das lassen wir mal. Mal hier weitermachen. Schön alles der Reihe nach. Ho! Was denn dat? Na, komm runter. So, was mache ich denn hiermit wieder? Bringt mir nichts. Ups. Nee, das macht gar nichts. Kann ich noch nicht durch, aber ich kann zumindest hier nach oben. Oh wow, wir sind an der Planetenoberfläche. Das ist ja mal nett. Oh Gott, da komme ich nicht nach oben. Oh, was bist denn du für einer? Macht den Typen gar keinen Schaden? Aber der besprüht mich mit Dampf. Das finde ich nicht nett. Na gut, kann er von mir aus aber gerne machen. So, das da hinten ist mal weg. Das wollte ich eigentlich mal machen. Kann ich ja über dich theoretisch einfach mal drüber springen und mich hoffentlich hier durchbohren, was ich nicht kann. Moment mal, wieso soll ich bohren? Ich kann ja einfach glitschen. Okay, was ist denn das hier wieder? Da kann ich ja wieder nicht durch. Ah, scheiße. Überall diese bescheuerten Barrieren. Hier komme ich auch nicht durch. Und da steht so einer, über den ich noch immer noch nicht so wirklich weiß. Wie kann man die besiegen? Ich weiß es nicht. Irgendeine Waffe fehlt mir hier noch. Kann ich vielleicht mit dem Explosionsschaden irgendwas bei denen anrichten? Nee, geht gar nichts. Das bringt mal null. Oh! Moment mal, jetzt einfach mal versuchen, hier springen. Nee. Ja, vielleicht mit etwas Glück wäre ich vielleicht auf irgendeiner Plattform gelandet. Ach scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Fuck! Schauen wir mal hier durch. Ich hätte auch wahnsinnig gerne mal einen Speicherpunkt, muss ich echt sagen. Furz mich nicht an. So, lass mich durch. Lass mich. Ah, na gut. Den Schaden habe ich jetzt mal mitgenommen. Was soll's. Ja, unter mir wäre auch noch eine Tür. Wo komme ich hier jetzt wieder hin? Ich habe keinen Plan. Hier könnte ich zumindest mal hochspringen. Ob mir das irgendwie viel bringt, ich weiß ja nicht. Anscheinend nicht. Was war das jetzt für ein Geräusch? Klingt das aus... Hoho! Da wirft jemand mit Stein auf mich. Wer tut denn sowas? Hui!
Ja gut, die kann ich zumindest töten. Das ist ja immerhin etwas. So, ja, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Endlich mal an der Planetenoberfläche angelangt. Mit Gegnern, die mir nicht zerstören können. Ist ein geiler Start. Und ob es noch geiler wird, sehen wir in der nächsten Episode zu Axiom Verge. Und bis dann, tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.